Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Dungeon 2 in einer neuen Aufnahmesession. Und wir spielen immer noch das Böse, beziehungsweise die Skelettarmee, um es genau zu sagen. Wir waren das letzte Mal dabei, sofern ich mich erinnern kann, hier diese Räumlichkeiten fertig zu machen. Hatten wir auch fast soweit geschafft. Hier wollten wir noch die Bevölkerung erhöhen, dafür haben wir aber kein Gold. Unsere faulen Arbeiter. Nee, die sind ja schon fleißig, aber sie brauchen mehr zu lange. Hier bauen wir mal einen Schatzraum drumherum. Müssen ja auch nicht so weit latschen. Komm, mach mal hinne. Motivieren wir sie einmal. Damit es ja doch mal ein bisschen schneller geht. Hier können sie das Gold hinhieven. Na gut, das reicht von der Größe her. Das werde ich auch gleich mal hier mit abbauen. Das können wir uns als letztes aufbewahren. Ja. Nehmt die Goldmine ein, ist unser Quest. Ich wollte ja eigentlich alles zeigen. Aber ich würde sagen, komm, wir greifen an, wir zögern es nicht länger hinaus. Das ist ja eigentlich auch Quatsch. Wir haben zwar die letzten Einheiten jetzt noch nicht bauen können, aber wir wollen ja auch irgendwie mal vorankommen. Und wenn sie es nicht schaffen sollten, dann halt bei Versuch Nummer 2. Hoffentlich hat niemand Arachnophobie. Ein Spinnennest wurde entdeckt. Kann man den eigentlich auch mit hochschicken? Hatte ich das nicht schon ausprobiert? Ja, doch, das geht. Sehr gut, dann gehen wir mal zum Angriff über. Hier geht es nicht lang, dann halt hier vorne. Das hirnlose Heer der Untoten hatte eine beeindruckende Größe angenommen. Mit dieser schlagkräftigen Armee würde es dem verderbenden Bösen ein leichtes sein, die Nordwache zu vernichten. Wenn es denn die Mauer überwinden konnte. Das macht sie schon. Die Reden des verderbenden Bösen waren der Nordwache nicht entgangen. Misstrauisch sandten sie einen ersten Trupp aus, um die Katakomben zu erkunden. Hier würden sie eine unangenehme Überraschung erleben. Okay. Okay, von da kommen sie. Dieser Zugang zum Dungeon war verschüttet worden. Es würde begabte Ingenieure Monate kosten, ihn wieder zugänglich zu machen. Hirnlose Untote würden wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger benötigen. Na gut. So. Der hat jetzt noch mal ein bisschen stärker dazu bekommen. Unser Abatas. Aber das ist nicht unser Ziel. Wir wollen jetzt weiter und die Menschen vernichten, die Nordwache zerschlagen und die Mauer für uns beanspruchen. Und das werden wir jetzt machen. Zumindest müssen wir uns erstmal bis zur Goldmine vorarbeiten. Aber das sollten wir hinbekommen. Währenddessen können unsere... Na, können sie nicht, weil sie Schiss haben. Ein Zombie hatte sich erhoben. Diese hirnlose Kreatur arbeitete, in Gänsefüßchen, im Laboratorium und erforschte, in Gänsefüßchen, dort zahlreiche Verbesserungen für das untote Heer. Zudem gab sie einen passablen Nahkämpfer ab. Gut, und dann wollen wir hier auch mal ein bisschen dezimieren. Kriegen wir das Ding komplett kaputt? Jawohl. Na komm schon. So. Vernichten wir die auch nochmal. Das dürfen wir schaffen. Ja. Gut. Der wird sich, denke ich, mal erholen. Jetzt gucken wir mal wieder nach dem anderen. Wir wollen ja mit denen auch vorankommen. Da kommt schon der Trupp. Ja, hier sind ein paar, aber die kriegen wir auch platt.
Das ist ja das Gebiet, was wir quasi erobert hatten mit Arthas, als er noch gut war und noch lebendig war. Gönnen wir ihn mal Pesthauch. Ah, jetzt kommen von dort auch nochmal Einheiten. Und die sind jetzt auch hier schon bei uns. Na, das ist nicht so prickelnd. Du kannst mal hier kämpfen. Der hat sich auch noch nicht mal erholt. So. Jetzt aber. Oh, die sind ja richtig da am Versagen. Wie schlecht sind die Untoten denn? Die sind ja nicht besonders stark. Der hat auch versagt, aber die dürften ja eigentlich hier wieder aus dem Friedhof kommen. Na genau, das passiert auch. Von daher ist das noch halb so wild. Das hier ist eher wild. Können wir den noch besiegen, die Spinne? Jawohl. Gut. Wie sieht's hier? Sag mal, ihr seid ja immer noch nicht fertig. Die sind richtig schwach, die Untoten. Tote wiedererwecken. Man kommt auf. Ach, die gehen gar nicht. Die haben wir zwar wiedererweckt, aber die bringen uns da gerade gar nichts. Na gut, jetzt ziehen wir weiter. Wenn die Truppen sterben sollten, ist das halb so wild. Weil sie werden eh wiederbelebt. Dann mal weiter hier. Das hirnlose Heer des verderbenden Bösen hatte die Goldmine erreicht. Eine kleine Ansammlung von Zwergen bewachte den Eingang und aus den Tiefen konnte man rhythmisches Hämmern und Hacken hören. Die Untoten rückten vor. Also ich glaube, bevor wir da angreifen können, müssen wir unsere Einheit echt mal verstärken. Die sind viel zu schwach. Ihr seht ja sowas von luschen. Kann man vollkommen knicken. Heißt überhaupt gar nichts aus. Das hält einfach nichts aus. Schon wieder umgefallen. Ja, nicht nur Barthas. Die Untoten allgemein sind auf der ersten Stufe absolut miserabel. Muss man schon leider sagen. Aber gut. Wir werden sie verstärken. Hatten wir denn hier in den Raum noch irgendwas zu erforschen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten hier alles fertig. Zumindest auf der jetzigen Stufe. Hier. Achso, das können wir auch nicht verbessern, weil wir nicht. Dafür müssen wir den Dungeon verbessern, weil das geht ja auch nicht. Gut, dann war es das damit wohl auch. Hier haben wir nämlich auch schon alles erforscht. Wir haben nicht genug Bosheit, um den Thronsaal aufzuwerten. Von daher haben wir eigentlich nur noch hier unten den Raum, wo wir etwas machen könnten. Weißt du was? Ein Skelett mal weg. Da bauen wir doch lieber Zombies. Zumal ich auch denke, dass ein Zombie vielleicht, hoffe ich einfach mal, dass ein Zombie stärker ist. Und ich würde sagen, einen schmeißen wir auch da rein, einen Arbeiter. Stopp. Nein. Komm schon. Nimm den. Geht doch. So, jetzt können wir nämlich noch einen Zombie machen. Haben wir drei Stück. Das reicht. Ach Leute, ist das euer Ernst? So, jetzt macht doch mal hier die Spinnen platt, Mensch. Naja, Barthas interessiert es wohl nicht. Jetzt hat er es gecheckt. Jetzt ist sowieso schon vorbei. Mann, Mann, Mann. Was für Pappnasen. Hatten die nicht hier noch Bücher? Die waren noch Bücher, die getroffen worden sind. Oder der nicht? Ich meine eigentlich schon. Gut, dann können sie auch hier das Gold abbauen. Und da hinten haben sie erstmal eine Menge zu tun.
Hoffe ich doch zumindest, dass diese Goldquelle ein bisschen halten. Ansonsten haben wir hier hinten noch sehr wahrscheinlich eine unendliche Goldquelle. Kann ich noch nicht so genau einschätzen. Aber gut, es geht jetzt um die Forschung. Das ist wichtig. Und dafür brauchen wir natürlich wieder Gold. Wie immer. Was machen die denn? Achso, jetzt machen die endlich hier diesen Raum mal fertig. Hat er ja eine Produktivität von 80, das ist ja gar nichts. So, letzten Zombie geholt. Ich denke mal, so dürfte unsere Gruppe reichen, wenn wir sie denn aufgewertet haben. Ich hoffe es einfach mal. Genau, ich erhöhe jetzt mal die Effektivität von den Arbeitern. Und ich habe die Zombies, glaube ich, gar nicht vorgelesen, oder? Hatte ich die vorgelesen? Hier heißen sie Hirnfresser. Und dazu sehe ich keine Informationen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ist jetzt nicht euer Ernst hier. Los, Barthas, zeig mal, was du kannst. Wenigstens einmal. Und hier bauen wir mal Türen hin. Das hatte ich sowieso mal vor. Ja, überall die Türen haben. Dann dürfte die Effektivität steigen im gesamten Dungeon, weil die Räume ja vernünftig verschlossen sind. Ach komm, Leute, dann macht ihr euren Zeittag danach zu Ende. Und ich würde sagen, wir bauen die Büchse der Pandora. Ich kenne mich noch nicht hier mit den ganzen Einzelheiten aus. Aber ich denke mal, man da so nicht hinbauen. Skelettfaust. Machen wir es einfach mal so. Mal gucken, ob das Sinn macht. Wenn wir es so machen. Wir sehen es dann. Unsere Arbeiter haben natürlich jetzt viel zu tun, die ganzen Türen einzusetzen, die Fallen zu bauen und dann können sie endlich mal Gold schürfen. Hier hat die Produktivität schon 104. Sind aber noch nicht alle Türen fertig. Steigert die Grab-Effektivität eurer Vergessenen massiv. Ja, das müssen wir auf jeden Fall forschen. Dafür brauchen wir aber erst 1000 Gold. Leute, komm schon. Ein bisschen schneller, bitte. Was haben wir denn hier? Regenerationsrate 1. Na komm, Zombie. Du darfst dich regenerieren in Zukunft. Hoffentlich sind die Zombies da etwas stärker als die anderen Einheiten von uns. Die halten zwar alle viel aus, aber verursachen eigentlich gar keinen großen Schaden. Absolut schwach, was ich bisher gesehen habe. Mal sehen. Das hier ist so ein bisschen die Frankenstein-Werkstatt, wenn man das so sieht. Gucken wir uns das mal an. Da hinten die Krabbelhand hier. Da hinten die Hand, die kitzelt die. Die kitzelt die Toten. Wie bescheuert ist das denn? oh Mann. Na gut. So kann man Dinge auch erforschen, behaupte ich mal. Kann man das erforschen nennen? Ja. Sagen wir einfach mal erforschen. So, unsere Arbeiter sind absolut nicht fleißig dabei. Die schleppen noch die ganzen Krüge vor sich hin. Oh Mann, das dauert noch. Vielleicht war es nicht so klug, den einen Arbeiter noch wegzunehmen. Aber wenn die Fallen jetzt dann auch stehen, dann geht es auch vorwärts. Nur ist es halt alles eine Frage der Zeit hier in diesem Spiel. Oh, endlich wird Gold geschürft. Davon brauchen wir 1000 und wiederum in 3 Minuten ist Zahltag. Absolut gar nicht gut. Und unser Gold in diesem Level ist wirklich nicht so berauschend, muss man ja schon sagen. Da wir jetzt auch darauf angewiesen sind, unsere Einheiten zu verstärken durch die Forschung, weil die absolut schwach sind. Ach,
Mann. Automatisches Speichern. Das ist jetzt bisher das Highlight. Bisher hatten wir sonst nur unsere Niederlage an der Oberfläche. Das verlief ja nicht so gut, denn jetzt kommen schon die nächsten Helden, die sich gegen uns stellen wollen. Naja, sollen wir mal machen. Wir sind allmählich ein bisschen besser vorbereitet. Und hier diese komischen Flederbälle, Fledermausbälle nenne ich sie mal, fliegen hier rum. Bluttrinker, genau. Ich kam jetzt nicht auf den Namen. So, meine Freunde, wie sieht's aus? Wir können ja jetzt hier mal die Forschung beginnen. Und ihr sollt jetzt gefälligst mal alle an die Arbeit gehen. Muss ich euch hier motivieren. So, dann mal ran an den Speck. Damit die Forschung auch mal vorangeht hier. Und so rum kriegen wir wieder mehr Gold. Das benötigen wir auch dringendst. Ja, hier mein Zombie kitzeln. Da kommen die nächsten Feinde. Und das sind nicht gerade wenig, die da kommen. Boah, die sind echt lahm mit dem Forschen, aber die sind ja auch noch vom Level her nicht so hoch. Gerade mal Stufe 2. Bei der Produktion. Nehmen wir mal die Skelette. Die Geister. Hier schnell mal eben die Kugel da wegnehmen. Die Blutrinker. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Stopp, du kämpfst damit. Nicht abhauen. So können dann unsere Einheiten wenigstens noch ein bisschen leveln. Das ist ja auch sehr gut. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, das hat ja ganz gut funktioniert. Also abwehren können sie. Weil die kamen ja auch nach und nach durch, die Feinde. Von daher war das ja eher einfach. Aber wir müssen uns halt hier drauf stützen. Das wird halt dauern. Ja, das ist am Anfang immer noch das Problem. Ach, da kommen die nächsten Helden. Hier haben wir aber einiges zu vernichten, wenn wir das alles vernichten können. Schon nicht ohne. Dafür, dass das das erste Level ist, wo es so richtig mal losgeht mit den Untoten, ist das doch sehr groß, muss man ja sagen. Ich finde, das sieht mit den Zäunen richtig cool aus. Ich feiere die Zäune irgendwie. Die sehen richtig gut gemacht aus, muss ich sagen. Besser als diese Holztüren beispielsweise, die wir vorher hatten. So, zwei sind zumindest schon mal dabei. Er holt sich in der letzten Ruhestätte. Er ist am Baden. Das ist total bescheuert, dass die da am Baden sind. Aber gut. Mit dem Quietsche-Entchen da. Naja. Wer hat, der hat, ne? Gut. Oder auch nicht so gut. Ihr seid ja immer noch nicht fertig. Ich dachte, jetzt sind sie soweit, jetzt geht's los. Jetzt können wir endlich mal. Harte Hirnfresser, damit verstärken wir sie. Machen wir natürlich auch mal die Forschung. Gut. Ich würde sagen, wir müssen wohl abwarten, was passieren wird, ob wir das noch rechtzeitig schaffen werden oder nicht. Bis uns dann die Goldquellen nachher ausgehen, dass wir die Sachen hier mal endlich erforscht haben. Aber wenn euch diese Folge ein bisschen gefallen hat, trotz der Niederlage an der Oberfläche, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Seid auch beim nächsten Mal dabei und das auch schon übermorgen, wenn es heißt, wir erobern die Mauer. Und bis dahin.